Um Himmels Willen. 3000 Bläserinnen und Bläser sind hier zusammen. Und wenn sie spielen, wenn sie gemeinsam spielen, dann öffnet sich der Himmel wirklich. Die Posaunen klingen so wunderschön, die müssen Gottes Lieblingsinstrumente sein. Wir feiern in diesen Tagen mit einem Jahr Verspätung den 100. Geburtstag des Verbandes evangelischer Posaunenchöre in Bayern. An 3 Tagen kommen Bläserinnen und Bläser aus ganz Bayern zusammen, um miteinander zu musizieren, Gott zu loben und einfach unglaublich viel Spaß zu haben. Ja, ich bin Ralf Tochtermann, Landesposaunenwart beim Verband evangelischer Posaunenchöre. Ja, ich durfte heute die Eröffnungsveranstaltung dirigieren hier auf dem Hauptmarkt und das habe ich jetzt schon hinter mir und das war ein tolles Erlebnis. Also, wenn so viele Leute zusammenspielen, zur gleichen Zeit Blechbläser noch dazu, dann ist es einfach ein unglaublicher Klang. Den kann man nicht wiedergeben auf irgendwelchen elektronischen Lautsprechern oder sonst wie. Das muss man gehört haben. Es geht uns um den Himmel. Den Himmel, den wir viel zu oft verpassen, ihn auf Erden zu erleben. Denn der Himmel ist nicht irgendwo weit weg, oben in den Wolken. Der Himmel ist mitten unter uns. Und unsere Musik, der Chöre, das soll den Menschen ein Stück Himmel auf Erden vermitteln. Also ich denke, die Posaunenbläser schaffen es, dass der Himmel runterkommt auf die Erde und die Erde so zum Himmel wird. Und das ist auch mein Motto, von meinem Beruf her und vom Blasen her. Welch fantastischer, bombastischer Klang. Hier das Instrument. 1, 2, los, geht. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Einmal noch. Herzlich willkommen. Achtung, der Schluss. Servus. Von hier nach hier und los geht's. Oh! Fantastisch! Wenn ihr euch jetzt schon denkt, um Himmels Willen, dann seid ihr genau richtig hier. Also das Motto ist um Himmels Willen. Das soll so ein bisschen verdeutlichen, dass sozusagen aus allen Himmelsrichtungen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen hier zum Landesposaunentag. Posaunenchöre! Letztendlich kommt es jetzt zum Höhepunkt, was wir jetzt lange Monate vorbereitet haben. Und es freut mich natürlich hier, dass es so ein tolles Wetter ist und dass es hier so eine tolle Veranstaltung ist und hoffe, dass natürlich die nächsten 2 Tage auch noch toll werden. Also ich fand es schon echt cool und beeindruckend, wie sich das dann anhört im Vergleich zu so den normalen Posaunenchormenge und dann zu dem ganzen Hauptmarkt voll, ist schon sehr interessant und sehr schön. Morgen geht es dann weiter mit verschiedenen Workshops für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, der Reiz ist, dass man so viele Bläserinnen und Bläser trifft, die man irgendwo irgendwann schon mal getroffen hat und plötzlich kennt man sich wieder. Und das ist ja eine riesen Familie, eine riesen Gemeinschaft, in dem Bläserchör mitzuspielen. Ja, macht richtig Spaß. Ich bin jetzt auch mal gespannt, ob ich bei dem Workshop noch irgendwas Neues lernen kann. Dass ich vielleicht auch meinen Trompetenschülern weitergeben kann, weil ich auch teilweise Trompetenunterricht gebe. Wir sind vom Posaunenchor Christuskirche aus Memmingen im Allgäu. Und wir haben uns schon riesig gefreut, dass es stattfindet. Jetzt gehen wir in den Workshop von Jens Uhlenhoff.
den kennen wir sozusagen aus der Literatur. Also wir haben schon einfach die Stücke von ihm immer wieder gerne aufgeführt und eingeübt. Und jetzt sind wir gespannt, wie der so in echt ist. Das andere, was mir bei dem Stück immer wichtig ist, sind so der Spannungsaufbau auf der ersten Seite. Eigentlich muss man ab Takt 1 bis Takt 42 das Gefühl haben, es nimmt immer mehr zu an Spannung. Wir spielen direkt mit Wiederholung. Der Workshop jetzt mit Jens war grandios. Hat riesig Spaß gemacht, tolle Musik gemacht, tolle Thematiken bearbeitet mit Musik. War echt cool. Gefällt mir, sagt, wir müssen jetzt spielen, dann schreibt mir die E-Mail, sagt für welchen Posaunenchor, dann kriegt ihr eine Genehmigung dafür. Dann muss nur, das mache ich, seitdem ich irgendwie Leute im Workshop sitzen hatte, die angefangen haben abzufinden. Hoch ist uns bereit. Auf der Seite 12, ganz hinten im Heft. Viele Leute, die man halt sonst eher nicht so sieht oder nur selten. Das am Wochenende motiviert auch wieder zu üben und zu proben, dass man irgendwie noch besser wird. Ja. Es ist ein schönes Gefühl, vor allem der Zusammenhalt der einzelnen Bläser ist sehr schön, finde ich. Vor allem, weil ich es auch kenne, nur von dem ganz kleinen Chor. Jetzt geht mal in die Innenstadt, Stadt genießen, den Flair genießen. Es macht ja auch Spaß, dann selber mitzuspielen und da dabei zu sein auf jeden Fall. Und ja, sind wir das ganze Wochenende unterwegs hier auf jeden Fall. Geburtstagsparty, da sind hier über die Plätze verteilt in der Innenstadt viele Chöre, die sich einzeln präsentieren. Ja, und jetzt wird's kriminell. Kriminell gut. Das erste Mafia-Syndikat der Welt, das nicht mit schlagkräftigen, sondern mit klangtechnischen Mitteln überzeugt. Ich fand es ganz toll, dass ganz viele Chöre am Samstagnachmittag die ganze Stadt zum Klingen gebracht haben. Die waren in der Innenstadt unterwegs bis hinauf zur Burg.
bin Erich Eiselein, war mindestens 24 Jahre stellvertretender Landesobmann hier. Ich kenne die ganzen Bläser und Bläserinnen, das sind Freunde von mir. Und ich bin gerne wieder hier, weil wer einmal geblasen hat und dirigiert hat, der ist immer bis zum Lebensende dabei und wohl drüber hinaus auch. Die einzelnen Konzerte, die gestern Abend noch waren, das war schon ein Highlight von dem Wochenende. Ja. Brassessoires, ein Damenbrassquintett aus Österreich und Bayern. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute beim Landesposaunentag ein Konzert gestalten dürften. Für mich persönlich war es besonders schön, weil ich selber im Posaunenchor groß geworden bin. Und dann hier zu spielen in so einem Rahmen mit so vielen anderen Bläsern, das war einfach schön. Zum ersten Mal mit dabei und es ist immer aufregend, wenn man weiß, da sitzen über 400 Leute, die sich da auskennen und die wissen, was wir da vorne machen. Der Applaus war wirklich sehr ausführlich. Also das ist voll schön, wenn man das auf der Bühne spürt, dass da so Freude auch da ist. Ja, für mich ist Blasmusik voll wichtig und wir sind alle total froh, dass wir uns entschieden haben, ein Blechblasinstrument zu lernen. Ich habe es gelernt, weil ich unbedingt bei mir im Ort bei der Blasmusik dabei sein wollte. Und ich glaube, wir haben alle da so Gründe gehabt, dass wir einfach mit jemand anderen gemeinsam musizieren wollten. Und wir sind extrem froh, dass wir unser Blechblasinstrument ausgesucht haben, weil es einfach wirklich super cool ist. Bitte alle gleich das erste Stück aufzuschlagen im Ablauf, nicht die Signale, sondern den Johannistag aus dem Bläserheft 22, Seite 74. Thank you.
Eigentlich hat dieses Wochenende ein Highlight das andere gejagt. Es ging mit der Eröffnung am Freitag los und dann gab es gestern Abend ja die wunderbare Serenade mit dem Wilsbacher Knabenchor und einer ganz tollen Stimmung, einem riesigen Bläserchor hier auf dem Hauptbau. Einen wunderschönen guten Abend hier in Nürnberg am Hauptmarkt. Gestern Abend richtig schön, auch mit dem Chor noch dazu. Ja, das war richtig toll. Um Himmels Willen sind wir hier. Und das ist unsere Bitte an euch, Bläserinnen und Bläser. Um Himmels Willen, macht weiter. Eure Musik ist so wertvoll, so wichtig für unsere Welt. Abschlussgottesdienst haben wir ein besonderes Experiment gewagt. Wir haben zum ersten Mal den großen Chor in 4 Chöre unterteilt, weil das Motto hieß, um Himmels Willen, dachten wir, wir teilen auf in die 4 Himmelsrichtungen. Und wir sind 4 Kollegen, also hat es ganz gut gepasst. 4 Dirigenten, 4 Einzelchöre und gleichzeitig ein ganz großer Chor. Vom Himmel die Rede ist. Der Himmel hat sich ja schon geöffnet. Da wir die Posaunen und all die anderen Blasinstrumente, die wir jetzt einfach mit unter dieses Wort Posaunen fassen, eben gehört haben. Und das mit einer solchen Kraft. 3000 Bläserinnen und Bläser sind hier zusammen. Und wenn sie spielen, wenn sie gemeinsam spielen, dann öffnet sich der Himmel wirklich. Das nächste große Event, wo sich viele Bläser treffen, ist nächstes Jahr wieder hier in Nürnberg. Da ist ja der Kirchentag hier. Da sind traditionell auch ganz viele Bläser da, so um die 4.000-5.000. Und im Jahr 2024 trifft sich ganz Deutschland, ganz Bläser-Deutschland in Hamburg zum großen deutschen Posaunentag. Und wir in Bayern wollen natürlich auch ganz bald wieder einen Landesposaunentag veranstalten, aber es steht noch nicht ganz genau fest, wann der sein wird. Es war einfach ein himmlisches Wort.